Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Wie ihr euren Weg findet, vielen zu dienen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 26. Februar 2023. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben eine wunderbare Zeit hier in der neunten Dimension, weil wir euch allen, die ihr in den physischen Welten lebt, helfen können. Wir genießen es so sehr zu dienen, denn das Dienen bringt uns mehr mit unserem wahren Selbst in Einklang. Wir erkennen uns selbst mehr als Quellenergiewesen, wenn wir anerkennen, dass ihr wir seid und wir ihr sind. Wenn ihr euch selbst mit einem gebrochenen Knöchel auf der Straße liegen sehen würdet, würdet ihr euch natürlich selbst helfen, an den Straßenrand zu kommen und euch in Sicherheit zu bringen. Und es gibt viele verschiedene Arten, wie Menschen auf der Erde Hilfe brauchen. Und wenn ihr euch auf die Energien des Dienens ausrichtet, verbündet ihr euch mit uns allen in den höheren Reichen, die wir nur danach streben, unseren Mitreisenden zu helfen. Wir sind alle auf dem Weg nach Hause zur Quelle und manchmal verirren sich einige von uns auf dem Weg. Wenn sich jemand verirrt hat, verurteilt ihr ihn nicht dafür, dass er verloren ist. Ihr seht ihn nicht als verlorenen Fall an, sondern wisst, dass ihr ihm helfen wollt, wenn ihr die Hilfe habt, die er braucht, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ihr seid von Natur aus sehr hilfsbereite Wesen. Es gehört zu eurem Weg, zu helfen, nicht weil ihr beweisen müsst, dass ihr für andere da seid, sondern weil ihr in der Hilfe für einen anderen anerkennt, dass es keinen anderen gibt. Wir sind alle eins, das sind wir wirklich. Und Trennung, Hierarchien, Dimensionen, all das sind Illusionen, denen wir uns stellen, um uns die Möglichkeit zu geben, die wir haben wollten, um uns auf verschiedene Weise kennenzulernen. Und so erfüllt ihr eure Mission auf der Erde, wenn ihr versucht, euch selbst zu erkennen und dann entdeckt, dass ihr alles und jeder seid. Und mit diesem Wissen wollt ihr wirklich allen anderen helfen. Viele von euch kämpfen damit, wie sie vielen oder zumindest mehr Menschen auf der Erde helfen können. Ihr habt so viele Möglichkeiten, anderen zu helfen, und ihr könnt euch von euren Talenten, euren einzigartigen Fähigkeiten leiten lassen, auf welche Weise ihr helfen sollt. Wenn ihr etwas gut könnt, nutzt das, was ihr gut könnt, um anderen zu helfen. Sie wiederum werden wahrscheinlich etwas gut können, was ihr noch nicht einmal ansatzweise beherrscht, und sie werden euch dabei helfen wollen. Dadurch, dass ihr euch gegenseitig helft, werdet ihr euch näher kommen. Mit anderen Worten, ihr werdet der Wahrheit näher kommen, die wir alle als Quelle sind, weil ihr zusammenkommt. Ihr werdet mehr als Einheit agieren und nicht als zwei getrennte Einheiten. Deshalb agieren wir in den höheren Bereichen im nicht-physischen Bereich alle als Räte und Kollektive. Wir wissen, wer wir wirklich sind und wir wollen es mehr erfahren. Ihr könnt immer noch die Erfahrung machen, individuell zu sein und gleichzeitig das Wissen haben, dass wir alle eins sind. Und ist das nicht das Beste aus beiden Welten? Ist das nicht eine wunderbare Erfahrung? Und ist das nicht etwas, woran ihr euch festhalten könnt? Ein Grund, die Erde nicht als Falle, als Gefängnisplanet zu betrachten? Glaubt uns, wenn wir sagen, dass ihr euch entschieden habt, dort zu sein, und ihr wusstet, dass ihr mit eurer Geburt vielen, vielen anderen helfen würdet. Seid also so, wie ihr seid, und nutzt eure Stärken, dann könnt ihr anderen helfen, das versprechen wir euch. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen.
uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.